Ich lese wieder aus Jutta Belles Buch, Ich bin der Weg. Fünftes Kapitel, wird die Gelegenheit kommen, dass wir die Engelwelt, die uns lenkt und leitet, bewusst wahrnehmen können? Ja, das wird kommen. Es benötigt dafür den Ausbau der eigenen Kräfte und Fähigkeiten, um das in der Neuzeit hier auf Erden erleben zu können. Die meisten Menschen sind in ihrem Lebensalltag zu stark mit der Beschaffung des Geldes beschäftigt, sodass sie kaum noch bemerken, wie ihnen die gute Lebensqualität abhanden kommt. Zur Lebensqualität gehört eine gute Ehe, Freundschaft, Partnerschaft, Kollegialität, Vertrauen in die eigenen Kräfte und in Gott ebenso eine gute Gesundheit, Liebe, Freude und Harmonie. Wer jetzt in dieser Zeit beim Aufbau der Neuzeit mittätig ist, muss sich energetisch ebenfalls verändern. Die Veränderung muss, um im selben Zeitabschnitt zu bleiben, im gleichen Rhythmus vorangehen. Das eine ist mit dem anderen verbunden, weil beides zusammengehört. Die Erde benötigt eine neue Energie und diese kann von den himmlischen Bereichen oder von ihren eigenen Bewohnern kommen. Die Erde selbst ist eine weibliche Wesenheit. So wie der Mensch ist auch die Erde beseelt. Sie hat in den vergangenen Äonen von Jahren für alle ihre Bewohner gesorgt. Sie hat sie genährt und getragen. Sie hat ihnen den Lebensraum gestaltet, den sie zum Erdendasein benötigten. Jetzt möchte sie die Veränderung, wünscht für sich und ihre Bewohner ein höheres Ziel anzustreben und bittet alle darum, an diesem Ziel mitzuarbeiten. Die Zeit drängt und man spürt es überall auf der Welt, dass viel Unruhe herrscht und auch genauso viel Unfrieden geschaffen wird. Desinformation wird in breitem Rahmen über die Erde verstreut, damit jene Wesenheiten, die hier auf Erden ihren Dienst tun wollen, verunsichert oder in die Irre geleitet werden. Die Missachtung des Lebens hat man auf die Spitze getrieben. Die Seinskraft der Menschen, die im Hier und Jetzt leben sollten, wurde manipuliert, sodass ein jeder sich nur mit der Vergangenheit oder Zukunft beschäftigt. Keiner lebt in der Gegenwart, denn wenn es so wäre, lebte er im Vertrauen, wüsste, dass Gott in ihm ist, um ihn zu lenken und zu leiten, wäre von sich und seinen Kräften überzeugt und wüsste in seinem tiefsten Inneren, was dem göttlichen Selbstausdruck entspricht. Seine Weisheit wäre grenzenlos, wenn der reine Geist sich ihm offenbarte. Alles Sein wäre aktiv und könnte den Prozess des Aufstiegs beschleunigen. Und nicht nur das. Wenn die Liebe, das Verständnis und die Güte in allen Wesenheiten gelebt würde, bräuchte die Erde viel weniger Kraftausbrüche. Der Prozess ginge schonender voran und für alle auf ihr lebenden Wesenheiten wäre es eine Freude, genau zu dieser Zeit hier aktiv mit teilnehmen zu dürfen. Das Göttliche muss dazu in jedem Einzelnen nicht nur erweckt, sondern auch aktiviert werden. Das gesamte Potenzial, das in einem vorhanden ist, muss zum Ausdruck kommen, und zwar in seiner Gesamtheit. Es gehört dazu, dass sich die verantwortungsbewussten geistigen Helfer, wenn die Erde aufgestiegen ist, an der Seite der Wesenheit befinden, die das Göttliche in seiner höchsten Form ausdrückt. Nur ein vollkommener Geist kann Vollkommenheit ausdrücken. Er ist ein Ausdruck der Allliebe, ausgestattet mit der Güte und dem Verständnis für alle, die ihm anvertraut sind. Seine hohen Engelwesen an seiner Seite drücken nicht nur seine Größe aus, sondern sind die Verbindung zu den höheren Bereichen des göttlichen Seins. Sie haben Zugang zu allem und können zu jedem Zeitpunkt jede Information abrufen, die vonnöten ist. Sie geben jedem einzelnen Wesen die für es richtigen Informationen, die es für seinen Prozess des Aufstiegs benötigt. Die geistige Welt lenkt und leitet somit alle Erdenbürger und schafft die Voraussetzung für ein Leben im Paradies, angefüllt
mit der Liebe des All-Einen. Ich bin ein Instrument Gottes, das hier in diesem Sein tätig ist und das die göttlichen Kräfte zum Ausdruck bringt, damit diejenigen, die dem Wort des Geistes folgen möchten, all das gegeben wird, was sie hier in dieser Welt benötigen, um die Allliebe überall in ihrem Lebensalltag auszudrücken und sich für das Wohl allen Lebens einzusetzen und dass somit die Voraussetzung für den Aufstieg der Erde und ihrer Geschöpfe schafft. Ich bin, ich bin, ich bin.